Hallo, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich einen Flechtdutt mit diesen Haarnadeln mache. Dazu teile ich meine Haare erst einmal in drei Teile ein. Und zwar rechts oben, links oben und den unteren Hinterkopf. Da kriege ich ungefähr drei gleich dicke Stränge. Und jetzt fange ich die an zu flechten, indem ich jeweils einen äußeren von oben zwischen die beiden anderen lege, immer im Wechsel, von rechts und von links. Das ist der einfache englische Flechtzopf. Der Zopf lang genug und jetzt kann ich hier vorne einfach weiter flechten, bis der einigermaßen lang ist und in der Quaste nicht zu dünn. Ihr seht, hier unten flechtet sich das ein bisschen gegen. Und man muss dann halt so oft wie möglich mit den Fingern durchgehen, damit sich da nichts verhakelt. Am besten nach jedem Flechtschritt. So, und jetzt bin ich am Ende des Zopfes angelangt und bei mir hält das jetzt so ohne Haargummi. Also wer jetzt kürzeres und vor allen Dingen dickeres Haar in den Haarspitzen hat und das ist glattes Haar oder nur welliges, der braucht auf jeden Fall ein Haargummi, um hier die Enden zu sichern. Also lasse ich die Enden bei mir hier einfach offen. So, und jetzt drehe ich den Zopf am Anfang etwas ein, damit der Anfang auch schön straff wird. Ansonsten kann es sein, dass man so hässliche Beulen im Zentrum des Dutts hat und das sieht nicht so aus. So, ich drehe den jetzt hier zweimal um und jetzt gefällt mir der Anfang schon gut und jetzt fange ich an, gegen den Uhrzeigersinn die Flechtrunden zu legen. Jetzt habe ich hier die erste Flechtrunde und jetzt hole ich mir eine Haarnadel und schiebe die von links an der Unterkante dieser Runde ein, indem ich ein paar Haare von da aufnehme. Und jetzt nehme ich noch ein paar Haare direkt von der Kopfhaut auf, damit es auch straff wird. Und dann schiebe ich die Nadel nach rechts durch das Zentrum dieser Runde durch, immer am Kopf entlang. Und da tue ich jetzt von der anderen Seite auch ein paar Haare von der Unterkante dieser Runde auf die beiden Beinchenspitzen auffädeln. Und jetzt mache ich das so, dass ich von der anderen Seite auch noch eine Haarnadel einschiebe. So ist das Zentrum besser gesichert. Und jetzt wickle ich den Rest des Zopfes immer weiter gegen den Uhrzeigersinn um diese erste Flechtrunde herum auf. Und jetzt muss ich die Haarenden sichern. Und zu dem Zweck habe ich jetzt hier die Haarenden zu so einer Schlaufe eingetwistet. Die sieht man später nicht, weil ich die jetzt unter der vorigen Runde verstecke.
und schiebe jetzt eine Haarnadel von links oben in den Dutt. Nehme wieder ein paar Haare von der Unterkante dieser Runde auf, die direkt am Kopf ansetzt. Und schiebe jetzt die Nadel direkt an der Kopfhaut entlang durch den Dutt nach unten. Und dasselbe mache ich jetzt mit der letzten Nadel. Von rechts oben nach links unten. Und fertig. Und das war's. Ein Flechtdutt mit Jupings Haarnadeln. Viel Spaß beim Nachbauen.